Nach 3 Jahren als Unternehmensberater wurde der Wunsch irgendwann immer stärker, von der Beraterseite auf die Unternehmerseite zu wechseln. Und so habe ich 2008 in den USA ein Unternehmenskonzept kennengelernt, das sich auf Baby- und Kindergartenfotografie spezialisiert hat. Und in dem Moment habe ich mir den Markt etwas genauer angeschaut und kam dann zu der Überzeugung, dass es in Europa so ein Konzept bzw. in Deutschland so ein Konzept noch nicht gibt und habe dann die Idee zur Picture People Deutschland realisiert. Nach dem ersten Piloten in Bochum haben wir relativ schnell gemerkt, dass das Konzept sehr gut vom Markt angenommen wird und ca. 6 Monate danach den nächsten Standort eröffnet, auch in Bochum. Seitdem haben wir uns rasant entwickelt. Wir haben aktuell 23 Standorte in Deutschland und sind seit 2015 auch in den Niederlanden tätig, haben also eine Internationalisierung hinter uns und werden genau diese auch weiterführen. Wir werden unser Konzept weiter standardisieren, neue Standorte hinzubekommen und weiter wachsen. Für mich war damals als Unternehmensgründer sehr wichtig, ein Konzept zu finden, wo man mit Menschen arbeitet. Und das habe ich mit Picture People sehr stark gefunden. Es gibt also einerseits diese große Zufriedenheit als Unternehmensgründer selber an den Projekten zu arbeiten, die einem wichtig sind, die einem Spaß machen. Auf der anderen Seite haben wir ein Konzept, wo wir mit Menschen arbeiten. Und wir haben diese tägliche Zufriedenheit, indem wir in den Studios zufriedene Menschen sehen. Wir haben Leute, die mit bestimmten Bedürfnissen zu uns kommen und die wir übererfüllen. Wir haben Spaß, indem wir sagen, wir haben Babys, die zu Besuch kommen. Wir haben Leute mit Bewerbungsbildern, die sich damit erfolgreich bewerben können. Familien, die schöne Erinnerungen bekommen. Alles das sind Sachen, die einen täglich zufrieden machen im Job. Es gibt natürlich viele tolle Party-Erinnerungen. Die Running Dinner Partys und andere Veranstaltungen haben nachhaltig ein Netzwerk aufgebaut, was bis heute in sehr intensiver Form existiert. Das heißt, es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, in der man nicht Freunde besuchen kann, in der man nicht nette Abende haben kann. Und das ist etwas, was wahrscheinlich für ewig weiter existieren wird. Besonders geschätzt an der ESM habe ich natürlich die kleinen Gruppen. Dass man die Möglichkeit hat, die Dozenten direkt zu befragen, nach der Vorlesung nochmal intensiv Kontakt aufzunehmen und Fragen direkt zu beantworten, beantwortet zu bekommen. Das ist eine Sache, die Sie an anderen Universitäten natürlich nicht so einfach bekommen. Der direkte Kontakt ist einfach an der ESM per se gegeben und ermöglicht einen auch, wenn man Interessen hat in einem gewissen Gebiet, sich deutlich intensiver vorzubilden als der Durchschnitt der Studentenschaft.